mach immer Schlagerradio an, weil du Bock hast, gute Laune zu bekommen. Boah, Junge, wie der antritt. Das ist next level, ganz ehrlich. Kommt in die Mami, die Garage. Das wollte ich hören. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Auf dieses Video freue ich mich ganz besonders, denn wir werden uns heute die brandneue Mercedes E-Klasse reinziehen. Und zwar wie immer im Deep Talk W214. Seit 75 Jahren gibt es diese Fahrzeugklasse bei Mercedes-Benz. Und wir schauen uns jetzt die sechste Generation an. Am Start ist wieder mein lieber Tim, den wir vom EQE SUV kennen. Moin, Tim. Hi. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Schön, dass du da bist. Ein wunderschönes alpin-graues Fahrzeug hast du da mitgebracht. Ja. Wollen wir einmal Optik durchtauchen, direkt am Anfang? Grundsätzliches. Ich habe mir das Auto natürlich schon angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich, ich übertreibe nicht, ich finde das Auto sensationell schön. Ja. Ich finde es mega gut, dass sich das Auto jetzt viel mehr unterscheidet von C-Klasse und S-Klasse. Lass uns genau da drauf gucken, also obere Mittelklasse, wie du sagst, genau zwischen C-Klasse und S-Klasse. Ja. Und jetzt ganz viel Tradition drin. Also E-Klasse ist ja, hat ja eine ganz lange Geschichte. Und da gibt es vier Sachen, die für mich ganz wichtig sind bei der E-Klasse. Tradition, ja. Design, ja. Sicherheit, Business-Limousine, ja. Klar. Ja. Und auch Digitalisierung. Und ich werde dir sagen, wir kommen an allen Themen heute vorbei. Sehr gut. Wir kommen jetzt als allererstes mal an diesem Grill vorbeigelaufen, der sensationellerweise beleuchtet ist. Ich habe das gesehen in einem Video, ich dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Weil das einfach das Lichtdesign nochmal bei einer E-Klasse, das macht es so jung und so sportlich, ist einfach mega. Sportlichkeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja mit dem Vorgänger, den 213, mit der Modellpflege schon mal gesagt, E-Klasse noch ein bisschen sportlicher zu positionieren. Aber hier gehen wir jetzt noch ein Stück weiter. Was das Design anbetrifft. Genau. Richtig. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wenn wir gleich fahren werden, dass es dann schon sehr, sehr komfortabel wird. Oder ist dieser Sport auch quasi ins Fahren reingegangen? Auch, je nachdem, welches Dynamic Select Programm du nimmst. Aber du wirst es auch merken, wir haben auch da ein bisschen was getan. Hinterachslenkung, also auch das ist eine Sache. Die erstmals, ne? Genau, erstmals bei der E-Klasse. Okay. Digital Light kannst du auch haben natürlich. Genau, ne? Also hier haben wir jetzt das Digital Light. Wir starten mit LED Performance Scheinwerfern in Serie. Und Digital Light, so wie du es kennst, mit oder ohne Projektionsfunktion. Und E-Klasse, wenn du in die Scheinwerfer guckst, ist immer so dieses Zwei-Braun-Prinzip. Ne? Zwei also Braun, was heißt das? S-Klasse haben wir drei. Also ich sehe hier den Handkantenschlag. Genau, und du hast hier unten einen sehr, sehr schönen Schwung drin. Und hast hier auch wieder dieses Zwei-Dot-Design, würde ich mal sagen. Sieht ultra geil aus. Plus dann unseren beleuchteten Kühlergrill. Mega. So, Seitenlinie. Seitenlinie. Wir haben hier drauf 20 Zoll Räder. Wir haben hier 20 Zoll. Wir haben hier einen Plug-in-Hybrid, der geht nur 20 Zoll. Ja. Du kannst bei den reinen Verbrennermodellen kannst du bis zu 21 Zoll machen. Insgesamt sind wir beim Design bei dieser klassischen Dreibox-Limousine geblieben. Das heißt, kurzer Überhang vorne, lange Motorhaube. Ja. Du hast auch vorne die Power Domes wieder, jetzt auch bei jeder Line, also auch exclusive mit diesen Power Domes. Und dann das gestreckte Design nach hinten. Und wenn du dir die Linie hinten mal anschaust, hier. Ich finde, genau. Die läuft schön aus, aerodynamisch wahrscheinlich sehr günstig. Ja. Was ich auch mega finde, ist eben lange Motorhaube vorne und dann das Greenhouse sehr weit nach hinten versetzt. Ja. Das sieht sehr sportlich aus, finde ich. Und ja, so ein bisschen, keine Ahnung, wie ein Sportwagen halt. Ne? Und dann kommen wir zum zweiten Lichtdesign-Game. Diese Sterne hier drin, alter Schwede, wie geil ist das denn?
Oder ich finde ein sehr, sehr schöner Wiedererkennungswert, auch Markenwiedererkennungswert. Ja, in der Nacht, das ist ein Benz, was da vor mir fährt. Da ist ja auch noch mal so eine Kante drin. An der Seite, du meinst jetzt am Heck, startend in der Hecktür, ne? Genau hier. Ja. Diese. Ja. Und die ist ja hier vorne noch mal. Ich kann das nicht anders sagen, aber es ist ein sehr, sehr schönes Auto geworden. Auf alle Fälle wiedererkennungswert und wir sind uns trotzdem treu geblieben. Also du erkennst es auch wieder als E-Klasse. Bei den Heckscheinwerfern noch mal, du hast hier in der Mitte ein C-Element noch mal in der Farbe, so ein bisschen der Scheinwerfer, ja. Also nicht schwarz, ja. Was die miteinander verbindet. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, ist das Design von den Heckleuchten mit diesen beiden leicht angerundeten Dingern, ist das quasi Wiedererkennung zum Scheinwerfer vorne? Oder ist es Zufall wird es nicht sein? Das ist natürlich kein Zufall. Das hast du aber toll gemerkt, Matthias. Ja. Wow. Aber ey, das sind der Blick fürs Detail und genau das sind die Sachen, die sich vorne nach hinten dann durchziehen. E400e, was haben wir da für einen Motor drin vorne? Ja, also wir haben insgesamt ja ein sehr breites Portfolio an Hybriden. Ja. In dem Fall ist es ein Vierzylinder gepaart nochmal mit einem Elektromotor, okay. Wo wir zusätzliche Leistung bekommen. Insgesamt haben wir hier 381 PS Systemleistung, also unser stärkster Hybrid. Der fährt jetzt 109 Kilometer, du hast aber bis zu über 100 Kilometer, sagen wir natürlich nach WLTP. Benziner-Plug-in, ja. Das heißt also extern laden. Wir haben auch Diesel-Plug-ins. Und auch der Rest des gesamten Portfolios ist hybridisiert. Mhm. Hybridisiert heißt in dem Fall, wir haben einen integrierten Startergenerator, also nochmal plus 17 kW, okay. Also 23 PS, der dir, also wo du jetzt keine Strecken rein elektrisch mitfahren kannst, aber Startvorgänge, losfahren. Ganz genau. Ja. Das sind die Sachen, die da nochmal unterstützt werden. Hat natürlich am Ende auch Effizienz bzw. Verbrauchsvorteile. Okay, wollen wir eine Runde fahren? Lass uns fahren. Wir gucken erstmal rein, weil im Innenraum hat sich hier auch sehr, sehr viel getan. Ne? Ja, Digitalisierung würde ich sagen, ist das Stichwort. Gehst du Fahrerplatz oder ich? Nee, komm, mach. Du darfst. Hast du eigentlich überhaupt einen Führerschein? Sag mal, wenn wir zusammen sind, muss ich fahren. Darf ich fahren? Du tust mir leid, ja. Wir haben draußen die Baustelle gehört, ne? Ich habe mich gerade eben schon mal reingesetzt und habe dann das hier gemacht. Es ist leise. Also nicht ganz leise, weil die Tür ist auch noch offen. Aber es ist extrem leise hier. Dann mach bitte einmal die Tür zu. Flüstern und man hört wirklich gar nichts. Ja, liegt auch an unserer Akustikverglasung. Akustikverglasung hat er? Ja, hat er. So, jetzt haben wir hier nicht mehr den Hyperscreen, ne? Nee, aber fast. Wir haben zweigeteilten Superscreen. Superscreen. Okay. Zweigeteilt trifft es ganz gut. Du siehst es hier schon, wir haben das Fahrerdisplay, das ist auch immer so serienmäßig. Und den Superscreen inklusive Beifahrerdisplay kannst du optional mit aufwählen. Für mich ist das State of the Art, weil das ist so schön in das Armaturenbrett integriert und hast so große Flächen, auf denen das Entertainment und alle anderen Fahrzeugfunktionen gesteuert werden können. Finde ich einfach mega. Wir haben jetzt hier auch nochmal sehr, sehr schön eingerahmt, die ganze Sache mit unseren durchgehenden Lüftungsdüsen. Das und hier oben. Ist auch so geil, dieses Rädchen hier. Ne? Ja. Das ist und auch, das ist Metall, oder? Ja. Du machst es ja jetzt manuell. Ich zeig dir noch. Unsere Digital Air Vents, das heißt, die können sich auch voll elektrisch noch einstellen. Mach mal die Zündung bitte an. Ja. So, wir gehen jetzt hier aufs Menü und du siehst jetzt... Jetzt haben sie sich schon bewegt. Genau, jetzt sind sie erstmal eingestellt. Und wenn du jetzt sagst, wir können jetzt mal auf Auto gehen, ne, dann hast du ein automatisiert das Ganze. Und jetzt sagst du, ich will aber heute nur Kopf haben. Und jetzt achte bitte auf oben. Zack, stellt sie sich auf den Kopf. Oberkörper. Stellt sie sich auch wieder. Bisschen runter. Mit diesen Voreinstellungen ist wieder ein weiterer Schritt in der Entwicklung, wo du sagst, yo, da haben sie sich was ausgedacht, was einfach Sinn macht. Du hast ansonsten, du sagst es schon, das Auto lernt mit dir. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich dir gerne zeigen würde. Wir haben das Thema, hier siehst du es schon, Routinen. Ja. Wir gehen jetzt mal rauf. Wir können jetzt eine Routine erstellen. Also einerseits so, das Auto lernt mit dir. Also wenn du jetzt jeden Morgen einsteigst, und sagst, ich mache immer Schlagerradio an, weil du Bock hast, gute Laune zu bekommen, dann wird sich das Auto das irgendwann merken und sagen, hallo Matthias, schön, dass du da bist, du fährst jetzt zur Arbeit. Ja. Ich mache dir jetzt einfach mal Schlagerradio an. 1, 2, 3, gute Laune. So. Du kannst aber auch sagen, dass du dir selber Routinen erstellst. Ich meine, wir haben es jetzt relativ warm. Das heißt, ich sage, wir machen eine Bedingung und würden zum Beispiel sagen, Klima, Temperatur außen und dann sagen wir hier nochmal... Über 20 Grad. Über 20 Grad. Da machen wir dann die Sitzheizung an. Und Aktion. Und jetzt kannst du dir was aussuchen, was das Fahrzeug machen soll. Wir gehen jetzt mal auf Komfort und sagen zum Beispiel Sitzbelüftung an. Du kannst nochmal die Intensität einstellen, also 1, 2 oder 3 hinzufügen, weiter. Du kannst dir noch ein schönes Icon aussuchen. Ich
weiß nicht, wir nehmen, gibt es hier eine Sonne? Ja, hier gibt es eine Sonne. Und benennst sie noch. Nennen wir es jetzt mal Sommer. Okay, Routine erstellt. Und du siehst, wir haben hier schon so ein paar Sachen gemacht. Was hast du hier hinterlegt? Schnell fahren. Schnell was passiert fahren. Bei schnellem Fahren? Ich glaube, das gucken wir uns nachher mal an. Du, ich wollte das schon vorbeugend machen. Du wirst ja sehen, wenn sie dann losgeht, die Routine. Ja, okay. Bin ich gespannt. Was hat es hier mit auf sich? Das ist unsere Selfie-Cam. Wir sind ja in der Business-Limousine. Wenn du einen Zoom-Call hast, als Beispiel, also Zoom ist auch integriert. Und ich sehe dann hier die anderen Teilnehmer? Du siehst dort die anderen Teilnehmer. Du wie hast die kleinen Kinder hinten durchlaufen, wie der Beispiel, Hund über die Theke springt und wie so. Wie er in der Hängematte liegt oder wer auch immer. Wir können ja auch rummalen, wir haben ein Whiteboard dabei. Geil. Also alles, was du von einer Business-Limousine erwartest, hast du auch hier dabei. Okay, mega. Und dann würde ich sagen, ich stelle mir mal einen Sitz ein. So wie ich fahren würde. Ja, ein bisschen noch. So. Ja. Und dann checken wir einmal Platz hinten. Dann, ich bleib hier vorne. 2 Zentimeter mehr Radstand. Boah. Ja, das ist halt die E-Klasse, ne? Business Limousine, Business Class schon so ein bisschen. Alter Schwede. Genau, und dann bitte zum Runterklappen. Warte, gib mal kurz mein Handy. Das sind so Details, ohne Quatsch, die liebe ich einfach nur. Handyhalterung. Entweder so quer, kann so ein bisschen gucken hier, ne, während der Fahrt. Oder halt 2 nebeneinander. Und es ist halt fest, ne? Das ist nicht irgendwie wackelig oder. Sondern es ist halt einfach fest da drin. Mega. Und jetzt machen wir nochmal. Nimm mal kurz raus. Ja. Ne? Also für das gesamte Kinoerlebnis inklusive Popcorn. Alter. Mega. Okay. Dann würde ich jetzt gerne mal eine Runde fahren, glaube ich. Dann kommst du wieder nach vorne. Los, bitte los. Was ich zeigen würde, ist einfach Dynamic Select. Ja. Wir haben jetzt quasi Battery Hold gerade drin, das heißt, er hält den Ladezustand. Ja. Wir können auf rein elektrisch gehen. Das heißt, du kannst also bis zu 140 km/h rein elektrisch fahren. Und erst dann schaltet sich der Verbrenner zu? Genau, dann wechselt er das Fahrprogramm und schaltet sich der Verbrenner zu. Hybrid ist optimiert in dem Sinne, dass du sagst, das perfekte Wechselspiel zwischen Verbrenner und Hybrid. Mhm. Sport ist noch mal ein bisschen sportlicher insgesamt, alles abgestimmt, wo ein bisschen mehr der Verbrenner dazukommt und am Ende kannst du auch wieder hier individuell deine Fahrwerkseinstellungen, Motoreinstellungen, siehst du hier, Lenkeinstellungen und so, vornehmen im Individualmodus. Klingt der im Sportmodus nochmal anders? Ja. Oh ja! Du hörst es, ne? Also jetzt nicht so, dass du denkst, okay, das ist jetzt AMG, aber schöner, kerniger Sound. Und Druck hat er, ne? Drehmoment 650 Newtonmeter, zusammengezählte Leistung 381 PS. Korrekt. Das heißt also, damit kannst du schon was machen. Und das ist eben das Geile, wenn du so einen Hybrid hast. Du drückst drauf, es geht sofort los, weil der E-Motor natürlich sofort da ist, nicht runtergeschaltet werden muss oder sonst irgendwas, sondern es wirklich geht sofort los. Und dann kommt der Verbrenner noch oben drauf. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich komme immer mit dem Kopf an die Kopfstütze hier. Ja? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Immer. Aber du merkst du, wie komfortabel die sind? Die ist sehr, sehr komfortabel. Oder? Diese Hinterachslenkung ist so krass beim Spurwechsel. Also erstmal hast du natürlich, dass quasi der Radius, der Kreis, den man fahren könnte, der wird kleiner. Du hast aber jetzt gerade auch beim Spurwechsel, wenn ich jetzt darüber gehe, der trägt dich so rüber. Also er nimmt dich so und macht so, ja komm. Wir gehen jetzt auf die andere Spur. Ansonsten Fahrassistenzpaket Plus an Bord, in Generation 5 nennt sich das bei uns. Das heißt, wir haben nochmal so ein paar kleine Features verbessert, beziehungsweise kannst du jetzt im Stadtverkehr, fährt er wieder von alleine an, was vorher nur auf der Autobahn war, solche kleinen Sachen. Aber das ist, also diese kleinen Sachen sind ja die, die den Unterschied machen. Ne? Also ich finde zum Beispiel Anfahren von der Ampel mega gut, weil das ist einfach was dich im Alltag unterstützt. Das Auto nimmt dich quasi mit, passt auf dich auf und so weiter und so fort. Das ist richtig, richtig schön. Und was richtig krass ist, ich habe jetzt alles angemacht. Das Auto fährt rein theoretisch jetzt gerade alleine. Ich habe natürlich die Hände am Lenkrad. Aber wie krass geradeaus der fährt. Der pendelt nicht, der tendiert nicht zu einer Seite mehr oder zu der anderen weniger, sondern er fährt wirklich strikt, genauso wie ich das als Fahrer machen würde, genau in der Mitte von der Fahrbahn.
Das ist ultra gut. Mitte der Fahrbahn ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Wir haben auch jetzt mit dem Fahrassistenzpaket das auch nochmal verbessert, dass er zum Beispiel auf Landstraßen, wo du keine mittlere Markierung hast, orientiert er sich automatisch rechts. Kann viele andere gar nicht, das, ne? Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die man da nochmal angepasst haben, um es auf ein einfach neues Level zu heben. Und was krass ist, ist, wie leise das in dem Auto ist. Hier fährt jetzt 80, Berliner Autobahn. Die Sachen merken wir fast gar nicht. Es macht wirklich so... Ich weiß, dass Mercedes das, glaube ich, nicht hören möchte, aber ich finde diesen Fahrkomfort erstklassig und auch ein bisschen S-klassig, ehrlich gesagt. Das ist unser Ziel, ne? Und du merkst es jetzt hier bei der Ermatik, die federt dir natürlich sehr, sehr viel weg, überträgt jetzt zum Beispiel Unebenheiten, die nur an einem Rad auftreten, nicht auf die komplette Achse, sondern federt das weg. Ich fahre jetzt mal 140. Jetzt siehst du, kommt die Routine, schnell fahren. Gleich startet schnell fahren. So, was wird passieren? Es geht Massage an, du sollst ja relaxed dabei bleiben und natürlich die Sitzklimatisierung. Damit mir nicht zu warm wird und ich relaxed bleibe, kommt ab 120 oder 130 oder was hast du eingestellt? 120 habe ich eingestellt. Kommt die Massage dazu. Oh. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz, wie gut der geht, weil 381 PS, Junge, da haben wir jetzt schon wieder 130, 140, 150 drauf. 5,3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, 5,3. Mit einem so großen Auto ist das eine echte Ansage, wenn du mich fragst. Ja, vor allem natürlich nochmal durch die Batterie, ist er ein bisschen schwerer als die normalen Verbrenner. Ja. Also das kann sich schon sehen lassen. Boah, Junge, wie der antritt. Startet wieder schnell fahren. Ich weiß gar nicht, warum. Reiselimousine, Junge, Junge, Junge. Also das ist wirklich, also für mich ein sehr, sehr großer Step, was das Fahren anbetrifft. Das ist für mich das Wichtigste natürlich. Wenn du in so einem Auto fährst, du willst von einem Termin zum nächsten, es fehlt dir einfach an gar nichts. Das Auto ist gemütlich, das Auto ist groß, es ist schnell und du kannst ultra schnell und ultra entspannend große Distanzen hinter dich bringen. Und das ist das, was für mich so eine Business-Limousine ausmacht, eine Reiselimousine, Business-Limousine, was auch immer. Du musst einfach schnell und entspannt von A nach B kommen und das ist genau das, was dieses Auto kann. Und klar, es ist nach wie vor auch ein Langstreckenfahrzeug. Und Langstrecke, finde ich, ist auch immer noch mal ein gutes Stichwort. Dem einen oder anderen wird dann doch vielleicht langweilig. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Alleine Fernsehen. Ohne mich. Ganz weil genau. Sobald ich rüber gucke, sieht die Kamera das und sagt, ja. Nein, Malmedy, du guckst nicht und mach den Bildschirm schwarz. Ne? Ja, genau. Blendet das aus. Ich kann hier nebenbei auch Spiele spielen. Also wir haben jetzt wirklich die Integration von Drittanbieter-Apps direkt im Fahrzeug. Spotify, Amazon Music. Angry Birds habe ich gesehen. Angry Birds, genau. Also wenn einem wirklich mal langweilig wird. Und natürlich werden da auch noch viele weitere Apps dazukommen. Ansonsten Ambiente-Licht kennen wir auch schon aus den anderen. Was jetzt hier neu ist, Soundvisualisierung. Wir haben ja hier den 4D Surround Sound drin, das heißt also 17 Lautsprecher plus nochmal vier Exciter, die auch in den Sitzen sind, also Körperschallwandler. Können wir das einmal machen, bitte? Das können wir sehr, sehr gerne machen. Weil das ist ein Erlebnis, das ist unfassbar. Das ist wirklich, fühlt sich so an, als wenn du in der Disco vor der Box stehen würdest. An. Hallo? Okay, Zoom-Meeting. Wir halten einmal kurz an. Musst du anhalten. Hallo? Hallo? Falki? Mhm. Hörst du uns? Ja. Was ist los? Was willst du? Na, wo seid ihr denn? Wir warten hier doch schon die ganze Zeit. Ja, wir fahren halt die ganze Zeit und haben sehr, sehr viel Spaß dabei. Ja, aber wir würden ja dann auch gerne mal was essen. Habt ihr Hunger oder was? Ja. Und das Restaurant ist direkt am See, oder was? Ja. Ja. In der Lago di Maggiore. Perfekt. Okay. Gut, super. Dann
Gleich, ne? 3 Minuten sind wir da. So machen wir das. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Alter, ist das geil. Und du kannst aber jetzt während der Fahrt quasi auch weiter telefonieren. Ah, er ist noch dran. Genau. Jetzt du kannst weiter telefonieren, aber du siehst das Bild nicht mehr. Ja. Zoom-Meeting funktioniert halt wirklich nur in vollem Umfang, wenn du angehalten hast und geparkt hast. Aber es ist halt mega, ne? Ich meine, du fährst irgendwie los und du weißt, ah Mist, ich schaffe das Zoom-Meeting nicht. Dann hältst du am Parkplatz an, machst das Zoom-Meeting und fährst dann weiter. Also bist einfach viel flexibler. Ja, 100% Business-Limousine. Next step, würde ich sagen, ne? Also ganz ehrlich, Tim, ich finde, das Auto ist sehr, sehr groß geworden. Nicht von der schieren Größe, sondern von dem, was er alles kann. Ich bin viel E-Klasse gefahren, viel Langstrecke, den Vorgänger und so weiter und so fort. Und das hier ist ein wirklich komplett anderes Auto. Das ist ein riesengroßer Step und du hast natürlich alles drin, was Mercedes momentan zu bieten hat, ne? Ja, definitiv haben wir hier wirklich ein schönes Fahrzeug, wo du einerseits die Tradition der E-Klasse wahrst, ja, aber auch viele moderne Elemente mit reinbringst, also diese Brücke zwischen Tradition und Moderne bringst, also moderne Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Routinen, Vollintegration, das Design, Superscreen, Design, das Design, meine schöne Kante da hinten im Rückspiegel, sieht einfach nur mega aus, grundsätzlich vorne, hinten, Seite, ist ein mega Auto geworden. Schön, dass sie dir gefällt. Das ist der perfekte Daily. Kommt in die Mami, die Garage. Das wollte ich hören. So, mein lieber Tim, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Neue E-Klasse, richtig großes Auto geworden, weil er alles kann im Prinzip. Und was mich vor allen Dingen geflasht hat, ist tatsächlich der Luxus, der Fahrkomfort. Das ist eine Sänfte vor dem Herrn, mag ich sehr, sehr gerne. Was müsste ich jetzt machen, rein theoretisch, wenn ich sagen würde, ich habe mich so dermaßen verliebt, dass ich so einen als Daily zu Hause haben möchte? Ja. Also nicht nur rein theoretisch, sondern auch praktisch. Ja. Gehst du entweder zu deinem Mercedes-Benz-Händler, bestellst ihn da oder online im Mercedes-Benz-Store. Okay. Und wenn du sagst, wir sind zwar heute schon viel gefahren, aber du willst noch mehr fahren, dann kannst du natürlich auch eine Probefahrt bei uns machen. Nö, also gefahren bin ich, glaube ich, genug. Also nicht genug, aber genug Probe gefahren und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde den gerne mitnehmen. Da vorne ist so ein Bootsanleger, also wenn du Bock hättest, könntest du vielleicht mit dem Boot nach Hause fahren? Wenn es sein muss, aber ich, ja komm. Danke, Tim. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Danke dir. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß. Tschüss. Ah, neues Fahrzeug im Fuhrpark, so macht man das. Ein bisschen längerer Radstand. 2 cm. Für die Formpassagiere.